So, willkommen zum sechsten Spieltag der GPL. Ja, dieses Mal gegen Sherani, ja, der das Team, die Fabulous Galoppers leitet. Hat er überhaupt schon mal Galopper dabei gehabt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ein sehr, sehr offensives Team. Ich hatte im Teambuilding schon gesagt, dass man da teilweise wirklich einfach Sachen opfern muss, um sicher etwas gegen eins seiner Pokémon machen zu können. Ja, er hat in diesem Kampf mit seinem Panferno geleadet, hatte dann noch einen Gengar dabei, einen Machomai, ein Boreos, ein Stalobor und ein Despotar. Ja, Stalobor, Despotar war zu erwarten und auch Boreos habe ich schon erwartet. Der Rest, ja, da konnte er sich so ein bisschen entscheiden. Ich fand, er hatte viele gute Möglichkeiten gegen mich. Ja, ich finde so die Kombination Kampf, Geist auch nicht schlecht an der Stelle. Also, mich auf jeden Fall auch einiges gekostet noch. Aber gut, das sehen wir dann gleich. Zuerst fällt dann auch noch auf, dass er tatsächlich vier physische Pokémon dabei hat. Ich denke, er hat in seinem Team generell ziemlich viele physisch-offensive Pokémon. Müsste ich mir danach nochmal anschauen, aber eigentlich schon. Deswegen kann man auch eigentlich schon fast davon ausgehen, dass eventuell sogar das Panferno speziell ist. Aber ja, das Ganze sehen wir dann jetzt mal. Oder Despotar kann auch speziell gespielt werden. Kann man alles machen. Naja. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen dann mal an. Jo. Mein Lead war natürlich nicht perfekt gegen ihn. Also ich habe ehrlich gesagt an der Stelle mit etwas ganz anderem gerechnet. Nämlich, eigentlich habe ich gar nicht mit was anderem gerechnet. Ich war nur zu blöd, um den Lead richtig auszuwählen, um ehrlich zu sein. Denn eigentlich war der Panferno-Lead relativ obvious. Denn ja, er hat sehr, sehr gute Möglichkeiten gegen mein Frostelka. Frostelka ist eigentlich ein relativ guter Lead. Ich hätte eigentlich tatsächlich mit Sylveon am Anfang leaden können. Ich hatte es auch mir so zwischendrin gedacht. Aber es ist mir zu riskant, denn ihr seht gleich schon, beziehungsweise ihr habt es eventuell schon im Teambuilding-Video gesehen. Ich spiele Gedankengut drauf. Das ist kein normales Filinare, was ich sonst dabei hatte, sondern ich spiele tatsächlich mal einen Setup-Move drauf, der in dem Fall sogar relativ gut gegen sein Team ist, denn sobald ein paar Pokémon von ihm nicht mehr da sind, ja, kann ich eigentlich mit Schallwelle relativ gut durchsweepen. Jetzt war nur das Problem, die Pokémon sind natürlich noch da, beziehungsweise das eine Pokémon, was mir wirklich große Probleme bereitet, und das ist Stalobor. Und ja gut, er kann hier natürlich das Ganze jetzt so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, vielleicht ausstallen. Also er braucht Despotar jetzt nicht wirklich. Er kann es eventuell hier so, sogar opfern. An seiner Stelle hätte ich es nicht geopfert. Er bleibt aber hier drin, das sieht man schon. Und die Schallwelle, er hat schon gesehen, die Schallwelle macht viel Schaden. Ich hätte an seiner Stelle tatsächlich Despotar nochmal aufgehoben. Aber ja, er geht hier einfach straight für den Angriff und das macht natürlich kaum Schaden. Ich hätte hier eventuell sogar nochmal setupen können, aber ich wollte ehrlich gesagt nicht. Beziehungsweise das Beste wäre gewesen, hier auf Wundstrom zu gehen. Aber durch die Paralyse, ihr seht, ist das Ganze ein bisschen. Steinkern hat da dann auch noch eine hohe Crit-Chance. Also da kann einiges passieren. Aus dem Grund wollte ich da einfach nicht. Wollte ich da auf Nummer sicher gehen. Jetzt ist natürlich das Problem, der Sandsturm ist natürlich noch aktiv. Er geht hier straight für den Angriff, damit hätte ich auch nicht gerechnet. An der Stelle hätte ich ehrlich gesagt mit dem Schwertanz gerechnet, worauf er auch jetzt gleich geht. Aber weil er mir diesen einen Zug noch gegeben hat und ich weiß, dass ich plus zwei Erdbeben noch tanke, gehe ich erstmal auf die Tarnsteine. Er boostet sich weiterhin und hier
könnte man fast meinen, er ist ein bisschen zu greedy geworden, denn ja, er hat's. Eigentlich müsste er schon aus dem Kampf von Flooper gelernt haben, wobei ich glaube, da war diese Situation gar nicht so deutlich. Aber hier ist die Situation sehr deutlich. Ich kann den Reflektor rausbringen und der Reflektor ist so gut auf Forsaken, denn man sieht schon, okay, das war jetzt ein Crit, aber der Gyroball macht trotz Resistenz jede Menge Schaden. Warum er hier nochmal auf den Eisenschädel geht, ist auch so eine Sache. Er hätte eigentlich safe spielen können, wobei, okay. Okay, der Sandsturm ist vorbei. Wahrscheinlich wäre es doch ein... Ja, Eisenschädel wäre am safesten gewesen, weil er mir damit Schaden macht. Aber er hätte wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass bei einem plus 6 Boost der Eisenschädel so wenig Schaden macht. Auf jeden Fall kann ich ihn, dadurch, dass er nochmal Beulenhelm-Schaden bekommen hat, mit einem Gyroball, ja, aus dem Spiel nehmen. Ja, er kann aber daraufhin natürlich in seinen Gengar wechseln. Schon wieder eine sehr, sehr offensive Wahl an der Stelle, denn ja, mein Forsaken war hart angeschlagen. Ich hätte es nicht mehr gebrauchen können. Sind wir mal ganz ehrlich, da war eigentlich das Opfern die sicherste Methode und für ihn war auch die sicherste Methode, einfach in ein schnelles, speziell offensives Pokémon zu gehen. Denn ja, was will ich mit diesem Forsaken noch? Und hier hat er sehr, sehr gut predicted, also an der Stelle war ich echt überrascht, dass er hier nicht gewechselt hat. Denn ja gut, die Kehrtwende ist vierfach resisted, das heißt, es macht ihm nichts aus. Und er kann ja sicher für einen Delegator gehen. Selbst ein Drachenpuls hätte, glaube ich, genug gemacht, dass er den Delegator hätte vergessen können. Und das ist so eine Sache, da hat er sehr, sehr gut predicted. Es hätte in die Hose gehen können, aber... Ja gut, in seiner Situation im Moment muss er natürlich predikten, denn es steht relativ gut im Moment für mich. Ich habe auf viele seiner Pokémon sehr, sehr gute Antworten. Das heißt, er ist hier so ein bisschen im Zugzwang. Ich habe hier ehrlich gesagt, warum ich auch nicht auf den Drachenpuls gegangen bin, das wäre sowieso das Safeste gewesen, nachdem sein Staloburn nicht mehr drin ist. Er hätte in sein Machomai wechseln können. Machomai ist auch ein Riesenproblem an der Stelle, denn ja, meine einzige physische Wall ist Sylveon. Das kann er natürlich mit einem Patronenhieb predikten und so. Also nicht so gut und ja, dadurch habe ich ihn jetzt natürlich hinter den Sub kommen lassen. Bin mit dem Toxer draußen. Ja, also. Er hat den Donnerblitz drauf, also es sieht wirklich nicht so besonders gut aus. Gut, ein Spukball oder einen Donnerblitz sollte ich noch tanken können. Das war natürlich ein Crit, der an der Stelle, glaube ich, nicht gemattert hat. Er hat wirklich nicht gemattert, denn er hätte mich mit einem weiteren Spukball oder einem Donnerblitz auch finishen können. Und ich hätte hier an der Stelle einfach nicht mehr auswechseln können. Also es hat wirklich nicht viel gemattert. Und... Ja, jetzt ist schon wieder diese Situation. Oh Mann. Ja, Trikefalo gegen Gengar. Und diesmal gehe ich auch auf den Drachenpuls. Einfach wieder für den Fall, dass er natürlich auf eins seiner Kampf-Pokémon wechselt. Machomai zum Beispiel. Dass ich es trotzdem noch gut treffe. Und das ist hundertprozentig ein Offensivwesten Machomai. Da kann man niemand was erzählen. Also, er hat es so sicher reingeswitcht da. Ja. Gut, er geht hier natürlich auf den Wuchtschlag. Trifft natürlich auch dank Schildlos und verwirrt mich. Also, jetzt habe ich hier einen Sylveon, was sowohl die Paralyse als auch die Verwirrung hat. Und er spielt den Ramboss. Also, ja, GG. Das war echt... Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ramboss auf Machomai habe ich noch nie gesehen. Noch nie. Und ich weiß, also ich glaube auch nicht, dass Machomai so extrem schwer ist. Deswegen, ja, an der Stelle ein bisschen merkwürdig. Ich nutze auf jeden Fall mal die Gelegenheit, dass ein Pokémon von mir down gegangen ist und gehe auf mein, ja, auf einen relativ sicheren Switch hier, auf mein Susanoo. Denn ich habe den Protzer drauf, spiele mit vollem KP-Investment, das heißt... Ja, die Attacken von ihm sollten nicht besonders viel Schaden machen. Ich treffe mich natürlich in der darauf folgenden Runde selbst. Fand ich auch sehr schön.
Ich bin da, glaube ich, sogar nochmal auf den Protzer gegangen. Also, es hätte einiges noch gemacht, hätte ich mich da jetzt nicht selbst getroffen. Hier gehe ich auf jeden Fall mal auf den Upright-Hieb, weil. Ja, ich mache mir. Also, ich heile mich mehr, als dass er mir hier Schaden zufügen kann. Deswegen war es eigentlich das Safeste an der Stelle. Und hier wollte ich einfach nicht nochmal verwirrt werden und gehe nochmal auf den. Ja, Upright-Hieb. Denn ich brauche viel KP für das nächste Pokémon, was er reinschickt. Denn wo er hat ja noch Boreos und Boreos war an der Stelle auch einfach der beste Switch-In. Das war mir schon klar. Dieses Matchup wird irgendwann mal kommen. Ich spiele zwar keinen Ice-Heap drauf, aber ich. Und an der Stelle hätte ich tatsächlich mit einer Psychoklinge gewonnen-hittet, aber. Ich wollte das Risiko an der Stelle nicht eingehen. Gehe deswegen auf, also das Risiko, dass er mich flincht, eventuell mit Luftschnitt. Gehe auf Schattenstoß. Und er verfehlt einfach zweimal mit Luftschnitt. Das war so lucky. Also das erste Mal habe ich mich schon richtig gefreut. Denn so war sicher, dass ich das Boreos noch ausnocken kann. Aber mit dem Doppel-Miss kann ich hier auch sicher in diesem Panferno drin bleiben. Und ja, es kommt nicht mehr zu einem, ja, 2-0 wäre es wahrscheinlich geworden, sondern zu einem 3-0. Wobei, es wäre knapp geworden. Es hätte sogar ein 1-0 werden können an der Stelle. Weil ich hatte noch zwei Kampfschwächen dabei. Aber gut. war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Kampf. Einfach, also gerade so offensive Kämpfe sind meistens ziemlich spannend. Das merkt man auch gleich. Da hätte alles am Schluss noch passieren können. Also, es war wirklich am Schluss war das Ganze noch so offen. Gerade die Luftschnittmisses haben da wahrscheinlich auch sehr, sehr viel noch dran gemeldet, dass ich überhaupt gewonnen habe. Kann ich mir vorstellen. Denn er hatte eine gute Offensive gegen meine Offensive, die ich noch hatte. Und ich hätte da nicht mehr viel machen können. Ich hoffe, es hat trotz der vielen Hacks in diesem Kampf auf meiner Seite trotzdem Spaß gemacht zuzusehen. Und ja, würde dann mal sagen, bis dann und ciao, Leute.